Mach es dir ganz bequem. Entspann deinen Körper und nimm ein paar tiefe, entspannte Atemzüge. Spüre den Körper von Kopf bis Fuß. Dieses wundervolle Lichtgefährt, das deine Seele, dein Bewusstsein, deinen Geist so geborgen und sanft durch dieses Leben trägt. Stell dir vor, dass hier im Raum eine Lichtsäule entsteht vor dir. Eine Lichtsäule, die aus dem Himmel durch den Raum, durch die Erde wieder ins Universum hineinströmt. Diese Lichtsäule ist ein wunderschöner Energiestaubsauger. Du kannst dir also nun vorstellen, dass du bei jedem Ausatmen alles in diese Lichtsäule hineinatmest, was dich in letzter Zeit noch beschäftigt, beschwert, geängstigt, gesorgt hat. Meistens sind diese Energien so etwas wie eine dunkle Wolke im Kopf, im Geist, im Herzen, im Körper. Und du kannst dir vorstellen, dass du beim Ausatmen diese dunkle Wolke einfach mal abgibst, ausatmest, in die Mitte des Raumes atmest und loslässt. Beim Einatmen tankst du frische Energie auf. Spüre den Austausch, das Dunkle geht und lichtvolle, klare Energie atmest du in den Körper ein. Mit jedem tiefen Ein- und Ausatmen wirst du immer entspannter und leichter. Der Ballast geht, die Leichtigkeit und die frische Energie kommen. Wenn du möchtest, stell dir vor, dass diese Lichtsäule immer größer wird, sodass sie dich sogar umhüllt und den ganzen Raum ausfüllt und sogar noch größer wird, das ganze Haus umhüllt, sodass alles, was bereit ist zu gehen, endlich gehen kann. Wenn du das Gefühl im Körper hast, dass irgendwo in deinem Körper noch Energie blockiert ist, dass deine Meridiane, deine Energieautobahnen nicht frei sind, dann kannst du jetzt mal mit deinen Händen ganz sanft deinen Körper abstreifen. Die Arme, die Beine und mit den Händen wirklich diese geballte dunkle Energie in die Lichtsäule hineinschütteln. Bitte achtsam mit deinem Nachbarn. Und einfach ganz liebevoll vorne, hinten abstreifen, soweit du an deinen Körper kommst, auch den Kopf, alles, was da so klebt und klemmt. Mach deine Energieautobahnen, die Stromleitungen des Körpers mal richtig schön frei. Und spüre ganz bewusst die Entspannung und die Erleichterung. Atme weiter klare, frische Energie tief ein und lass alles los, was dich belastet. Es kann sein, dass in deinem System noch ein paar hartnäckige Klumpen kleben. Es gibt nämlich Energien, gerade so die ganz, ganz alten aus der Kindheit, vielleicht sogar aus früheren Leben, die kleben wie dicker, schwerer Teer im Körper, manchmal auch in der Aura, im Energiefeld. Und das Tolle ist, auf dieser Erde gibt es die Schwerkraft. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass diese ganz schweren Klumpen, die jetzt gerade beim Abstreifen und Ausatmen nicht raus wollten,
einfach aus dir rausplumpsen. Die fallen in die Erde und du kannst bitte mit all deiner Liebe in dir der Erde einmal Danke sagen dafür, dass sie diese schwere Energie aufnimmt und wieder in lichtvolle Energie transformiert. Und wenn du schon dabei bist, erinnere dich bitte, dass dein Körper aus den Elementen der Erde entstanden ist. Deine Seele hat sich auf der Erde materialisiert und hat dazu die Elemente der Erde benutzt und hat daraus diesen fantastischen, genialen, einzigartigen Körper geformt. Mit Hilfe deiner Eltern. Auch denen kannst du mal auf höchster göttlicher Ebene Danke sagen, dafür, dass du lebst. Also ein Dank an deine Eltern und Mutter Erde, dafür, dass du lebst, dass du Erfahrungen sammeln kannst, dass du das Leben, wenn du willst, wirklich genießen kannst. Und dafür gibt es ganz, ganz, ganz viele Gelegenheiten. Und jetzt verbinde dich mal ganz bewusst mit Mutter Erde. Mutter Erde ist die Natur, ist die Energie, die du jetzt genießen kannst in diesem Leben. Und sie ist auch eine urmütterliche weibliche Schwingung. Verbinde dich mit dieser Kraft und bade einmal in dieser urmütterlichen Schwingung, die völlig bedingungslos ist. Sie ist nicht geprägt wie die irdische Mutterliebe von Dramen, falls es so ist, sondern völlig frei. Du kannst dich einkuscheln in diese Liebe, in diese wunderschöne, irdische, weibliche Göttinnenkraft. Verbinde dich tief mit Mutter Erde. Du kannst dir auch vorstellen, dass wunderschöne Energiewurzeln aus deinem Körper in die Erde wachsen, damit du wirklich stabil und fest auf dieser Erde stehst. Egal welcher Sturm kommt, du hast tiefere Wurzeln als jeder Baum. Und da du hier als Mensch in der Dualität lebst, spüre deinen Körper und öffne dich jetzt für die göttliche, männliche, väterliche Energie, die Schöpferquelle, aus der du entstanden bist, als Lichtfunke, als Seele, als Licht des Lichtes. Und lass diese ergänzende, wunderschöne, bedingungslose, väterliche, männliche Energie in dein System. Lass dich umhüllen, umarmen von Mutter und Vater, frei von allem Menschlichen, einfach nur ursprüngliches, wunderschönes Einssein. Das bist du, eine Seele, die ein Wunder auf zwei Beinen geschaffen hat, einen Körper, der die Kraft der Seele in sich trägt und der in der Illusion lebt, getrennt zu sein. Und bitte, erlaube dir jetzt, dich wirklich einmal hineinzugeben, hineinzufließen mit allem, was du bist, in das All-Eins-Sein. Alles ist jetzt hier. Du bist das Göttliche, Ewige, Unsterbliche. Du bist das Licht, die Energie, das Alles und Nichts zugleich. Spüre diese Kraft
und dehne sie aus, soweit du kannst. Dies ist das Jetzt, das Alles, das Ewige. Fühle und genieße es, denn dies ist die Quelle. Du bist die Quelle. Und diese Quelle ist die Lichtkraft. Es ist das Natürlichste, Ursprünglichste, das existiert. Öffne jetzt das All-Eins-Sein für diese Kraft, bündel diese Kraft, verdichte sie und komm mit dieser Kraft in deinen Körper und spüre einmal, was es mit dir macht auf körperlicher Ebene. Spüre die Lichtkraft als das eine Licht in dir, das sich ausdehnt. Und fühle, was es mit dir macht, es in deinem menschlichen Sein zu spüren. Selbst das Wort Licht kann es nicht ganz erfassen. Und doch ist es ein Licht, dass deine Zellen wie winzig kleine Schlüssel öffnen kann. Du kannst dir die Lichtkraft auch, um sie stärker zu spüren, als goldene, winzig kleine Glitzerpunkte vorstellen, winzig, winzig kleine goldene Schlüssel, die du einatmen kannst, durch den Atem, aber auch durch dein Herzchakra, denn das ist das Tor, durch das die Lichtkraft in dich hineinkommt und auch aus dir herausströmt. Da geht es vorne durch das Lichtzentrum, dein Herzzentrum in dich hinein und auch hinten am Rücken. Und stell dir vor, wie du ganz bewusst diese vielen, vielen, vielen kleinen Schlüssel, Millionen kleine Schlüssel, winzigste Schlüssel einatmest, die sich in deinem Körper verteilen, alle Zellen öffnen, sodass alles, was dort gespeichert ist, hinaus kann, wenn es möchte, Erinnerungen, Gefühle, Emotionen, aber auch materieller Schmutz, der sich über Jahre oder Jahrzehnte angesammelt hat. Alles, was gehen möchte, darf jetzt gehen. Jetzt sind die Zellen aufgeschlossen. Nochmal tiefste, tiefste Reinigung. Und diese Dinge, die sich angesammelt haben in den Zellen, sind wie ein grauer Staub, ein grauer Nebel. Und die Kraft des Lichtes pustet dieses graue, nebelige Zeug aus deinem Körper hinaus. Du musst nichts tun, außer es zu erlauben. Erlaube dir, dass deine Zellen sich auf tiefster zellularer Ebene reinigen. Und spüre, wie das jetzt überall in dir passiert, überall gleichzeitig. Beobachte einfach, was rausströmt. Einiges ist unendlich leicht, viel leichter als die Luft, es schwebt fort. Anderes fällt in die Erde, weil es etwas schwerer ist. Beobachte einfach diesen Prozess. Wenn du weißt, dass noch irgendwo in deinem Körper ein Schmerz ist, eine Krankheit ist, dann beobachte, wie die kleinen Schlüssel genau dorthin strömen. Der Rest macht es sowieso von alleine. Aber wenn du es mit deinem Gedanken noch ein bisschen konzentrierst an den Stellen, wo du schon weißt, dass da noch Licht hinein darf, dann öffne jetzt ganz bewusst die Zellen dort. Du kannst es unterstützen, indem du dort deine Hände liebevoll auflegst.
und dir vorstellst, dass diese Stellen, die durch viel zu langes Festhalten dunkel sind, viel zu überfüllt sind von irgendetwas, das dich stört, dass diese Zellen sich reinigen und dass dort jetzt Platz gemacht wird für das schönste, hellste, klarste Licht, das existiert. Denn der nächste Schritt der Lichtkraft ist, dass jetzt deine Zellen flutet mit Licht. Sie weckt all die feinen DNS-Stränge und sie weckt all die schlafenden Mitochondrien, die Kraftwerke deiner Zellen. Und sie macht das ganz leise und sanft, ganz in deiner Zeit. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass kleine Lichtfunken in deine Zellen schweben und da wie ein Anpusten von kleinen Feuern deine Zellen befeuern mit Liebe, mit Licht, mit Freude, sodass alles geweckt wird, was wach werden darf, sodass du nicht überfordert bist, sondern dass alles in angemessenem Tempo und dennoch aktiv vorwärts geht, lichtvoll wird. Und beobachte jetzt auch diesen Prozess einmal aufmerksam. Und sobald du die Erlaubnis gibst und spürst, wie das Lichtkraftfeld strömt, das ist eine Wolke, die du lenken kannst innerhalb deines Körpers, in deinem Energiefeld, in deiner Umgebung. Du kannst lenken. Das allererste und wichtigste ist, dass dein Körper sich jetzt an die hohe Schwingung anpasst, dass er flexibel wird für die Energieanhebungen auf der Erde, dass er das gut verträgt. Deshalb ist es so wichtig, dass du das so oft wie möglich machst, damit wirklich deine Zellen in eine immer höhere Schwingung kommen, damit du das, was nun auf der Erde geschieht, entspannt genießen kannst, dass es da keinen Widerstand gibt. Ein wichtiger Punkt, diesen Widerstand aufzuheben, ist dein Gehirn. Stell dir jetzt einmal bitte vor, dass du vorne dein Herzzentrum nochmal weiter öffnest, dein wunderschönes Erdenherzchakra. Mach es ganz weit, soweit du kannst und atme durch dein Herzchakra die Lichtkraft ein und lenke sie dann mit deinem Atem ganz sanft, sanft in dein Gehirn und bewege sie ein bisschen in deinem Kopf, diese wunderschönen goldenen Schlüssel und Lichtfunken. Stell dir vor, wie sich deine Gehirnhälften bewusst verbinden. Es gibt eine Brücke zwischen den beiden Gehirnhälften und die wird jetzt durchlässiger, sodass sich die Hälften verbinden können. Man sagt, es ist männlich und weiblich, Verstand und Gefühl, also es gibt viele Benennungen, aber wichtig ist einfach nur, dass der Strom besser hin und her fließt. Und dass auch im Gehirn neue
neuronale Verbindungen entstehen, dass die Synapsen, also diese kleinen Zellen, die den Lichtfunken an die Neuronen weitergeben, dass die frei werden. Bei den meisten Menschen sind sie verstopft durch Ernährung und Umweltgifte etc. Und das wird jetzt alles fein geputzt. Dein Gehirn wird geputzt. Und alles, was schon wach werden darf, wird wach. Und was noch ein bisschen Zeit braucht, wird angemessen, langsam, sanft geweckt. Das Putzen ist im Moment der erste Schritt. Im Gehirn sind auch ganz, ganz wichtige Hormondrüsen, unter anderem die Zirbeldrüse, der Hypothalamus, Amygdala, verschiedene Bezeichnungen ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du weißt, je gereinigter dein Gehirn ist, dein ganzer Körper ist, desto besser fließt die Energie. Doch da gilt, lass den grauen Nebel rausfließen, rausschweben, rausfallen. Und lass deinen ganzen Körper durchputzen. Ein sehr schöner Kreislauf, um auch dein Gehirn anzupassen, weil das Gehirn mit das Letzte ist, was loslassen kann. Der Verstand hält noch sehr stark fest in dieser Zeit. Kannst du diesen wunderschönen Kreislauf vorstellen? Du atmest die Lichtkraft durch dein Herzchakra vorne ein, lenkst sie durch dein Gehirn und dann wieder hinab ins Herzchakra und hinten raus. Atmest wieder vorne ein, lenkst durch das Gehirn, hinten wieder raus. Ein wunderschöner, reinigender, klärender Kreislauf, der irgendwann auch selber fließen darf. Anfangs ist es noch wichtig, dass du es beobachtest, denn deine Gedanken dürfen sich auch anpassen, dass du lernst, deine Gedanken noch besser zu beobachten. Dich selbst aus der Seelenperspektive auf der Erde zu beobachten, was du da unten treibst in diesem Spiel des Lebens. Dass du wechseln kannst zwischen der irdischen menschlichen Perspektive und der Seelenperspektive. Das ist noch intensiver als die Frosch- und Vogelperspektive. Je intensiver du die Lichtkraft in dein Leben lässt, desto leichter kannst du zwischen der irdischen Matrixperspektive und der göttlichen Seelenperspektive hin und her wechseln, ohne den Bodenkontakt zu verlieren. Du kannst deine göttliche Schöpferkraft immer stärker spüren und auf der Erde sinnvoll anwenden. Mit dem Lenken der Lichtkraft, erst in deinem Körper, dann im Energiefeld, dann in deinem ganzen Leben, kannst du deine Schöpferkraft jetzt endlich voll entfalten. Du wirst immer mehr zu dem Lichtwesen, das du immer schon warst. Du hast auf niedriger Frequenz begonnen, das war auch immer der Plan. Du hast schon sehr viel dafür getan, dass du immer leichter wirst, höher schwingst. Und jetzt steigert sich die Schwingung nicht über Jahre und Jahrzehnte, sondern in kürzeren Abständen sanft, leicht, friedlich, nachhaltig. Alles fällt leichter, alles wird schneller befreit. Deine Gedanken formen immer klarere
Entscheidungen zu deinem Wohle und zum Wohle der Welt. Du bist diese Welt, du bist diese Erde, du bist das Spiel und Schöpfer und Schöpferin zugleich. Das ist dein Leben, deine Lichtkraft, deine goldene Wolke. Das bist du. Lichtmensch, Seele, Göttin, Gott, alles zugleich. Und das wirst du immer leichter genauso spüren können. Dass es keine Trennung mehr gibt, sondern dass du das eine bist, das sich erlebt, das sich endlich fühlt, das Gedanken hat, Abenteuer erlebt, spielt, glücklich ist, Liebe ist, frei ist. Spüre deine Freiheit als Lichtmensch, Schöpferin, Schöpfer, ewig unsterblich. Und spüre das Licht in all deinen Zellen. Spüre dich leuchten von innen nach außen, satt, stark, stabil. Dein ganzes körperliches Sein ist jetzt durchflutet von Licht. Und die Lichtkraft strömt weiter, bis du aus allen Poren die Lichtkraft nach außen strömen lässt. In deine Aura. Und die Aura wird durchflutet von Licht, wird immer dichter, heller, höher schwingend. Sie ist wie eine Kugel, die von innen nach außen wächst. Meter um Meter. Der Raum ist erfüllt. Das Haus ist erfüllt. Die Kugel geht in alle Dimensionen. Wird immer größer, dehnt sich weiter aus. Das bist du. Leuchtend, hell. Und du kannst die Lichtkugel steuern, du kannst sie zusammenziehen, ausdehnen. Du kannst sie über die ganze Welt ausdehnen und dein Licht über den ganzen Planeten verteilen. Denn diese Lichtkraft ist unerschöpflich, hat keine Grenzen. Du kannst die Lichtkugel durch das ganze Universum strömen lassen, das ganze Universum in Licht hüllen. Stärker als die Sonne, heller als die Sonne. Das bist du. Diese Lichtkugel hüllt dich ein. Schiebt den Schatten fort, transformiert ihn, macht ihn wieder zu Licht. Du lenkst für dich die Dualität. Du entscheidest. In der Dualität kannst du spielen. Als göttliches Wesen ist alles eins. Und du kannst wählen zwischen ewiger Liebe und ewigem Frieden und zwischen den Abenteuern auf der Erde. Du entscheidest. Jeden Tag. Du hast die absolute Freiheit. Jetzt. Spüre dein Leuchten, deine Zellen vibrieren vor neuer Kraft, neuem Mut, neuer Lust am Leben. Neuer Lust an deinem Wunder namens Körper.
Und dann kehre mit deiner Aufmerksamkeit und dennoch voller Freiheit zurück in diesen wunderschönen Körper. Spüre die Lichtkraft und kehre ganz in deiner Zeit zurück zu uns in diesen Raum, zurück in dieses wunderschöne Hier und Jetzt. Lass dir Zeit, genieß die Schwingung, atme tief, fühle deinen Körper. Du kannst deine Hände auf deinen Bauch oder dein Herz legen und spüre dich. Genieße dich und dein Leben für immer.